Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Quicktip am Montag hier im Recording-Blog. Und heute soll es darum gehen, wie man mit seinen Vocals einen coolen Stutter-Effekt machen kann. Und nicht nur einen Stutter-Effekt, ich zeige dir im Verlauf des Videos dann noch einen weiteren Effekt, den man auch mit dieser Methode machen kann, die ich dir gleich zeige. Und als Basis habe ich mir einfach mal die Vocals von unserem Community-Song ausgesucht, nämlich diese hier. And my heart was rock'n'roll, my heart was rock'n'roll with you. Du erinnerst dich vielleicht an unseren Community-Song, den wir gemacht haben. Falls nicht, falls du später zu diesem Kanal dazugestoßen sein solltest, findest du hier mal eine Playlist, wo alle 7 Videos drin sind, wie wir einen Song von vorne bis hinten geschrieben und produziert haben. Sicherlich eine interessante Sache, da einmal von vorne bis hinten durchzugucken, kann man eine ganze Menge lernen. Hat auf jeden Fall auch riesig Spaß gemacht, mit euch zusammen diesen Song zu machen. Und falls du ihn mal ganz hören möchtest, kannst du unten mal den Soundcloud-Link klicken zu meinem Soundcloud-Account und dann auch ein schwieriges Wort, ne? Soundcloud-Account klicken und da kannst du dann den Song auch hören. Jetzt soll es nur darum gehen, dass ich am Beispiel von diesen Vocals mal zeige, wie man einen Stutter-Effekt machen kann in Studio One. Die Methode wird allerdings auch übertragbar sein auf andere DAWs. Das heißt, es wird sich nicht großartig davon unterscheiden, denn es geht ja meistens um das Prinzip, das gezeigt wird, wie es funktioniert. Und das Prinzip ist ganz einfach. Man muss irgendwie gucken, dass man sich ein paar Samples zurechtlegt. Samples, Sample ist Englisch und heißt Probe zum Beispiel oder ein Beispiel. Nee, Probe trifft es, glaube ich, am besten. Ein Abschnitt wird ausgewählt und der wird gesampelt für einen Sampler. Der Sampler ist das Programm, in dem dann quasi dieser Abschnitt, den man aus seinen Vocals haben will, nochmal abgerufen werden kann. Wie kann er da abgerufen werden? Über eine Tastatur. Das heißt, dieser Abschnitt, dieses Sample wird quasi direkt einer Tastatur zugeordnet und dann kann man mit dieser Tastatur immer wieder diesen kleinen Abschnitt schneiden, den man sich vorher zurechtgelegt hat. Ein Sample eben. Also muss man sich zunächst einmal ein Sample zurechtlegen und das in einen Sampler reinzupacken, und Sampler sind mittlerweile in jeder DAW verfügbar. Wir fangen einfach mal an. Wir nehmen hier erstmal unsere Vocals, und damit ich hier jetzt nicht meine Hauptvocals zerstören muss im Rahmen dieses Prozesses, erstelle ich mir als erstes mal sicherheitshalber eine weitere Spur, wo genau das gleiche drauf ist wie auf dieser Vocalspur. Das heißt, ich klicke hier mal mit rechts auf meine Spur drauf kann dann hier auswählen, Spur vollständig duplizieren. Dadurch wird quasi die Spur, die ich ausgewählt habe, nochmal einmal komplett dupliziert, also nochmal hergestellt, und wenn ich die jetzt hier markiere, dann kann ich die jetzt hier mal groß anzeigen lassen. Und da haben wir jetzt genau die exakt gleiche Spur vorliegen wie hier oben. Die oben mache ich hier mal aus und wir nehmen uns jetzt nur diese eine Spur vor. Ich kann auch mal kurz anspielen hier. And my heart was rock'n'roll. Ne, ist exakt genau das gleiche drauf. So, jetzt geht es darum, dass wir uns also die Abschnitte raussuchen, die wir wirklich für unseren Sampler später mal zurechtlegen wollen. Und wir können hier mal einfach ein bisschen schneiden. Das heißt, wir fangen hier einfach mal vorne ein bisschen an. And my heart was rock'n'roll. And my heart was rock'n'roll. Hier bis zu dem Atma gehen wir mal hier vorne. Dann schneiden wir hier mal. Dann fangen wir hier bei dem nächsten, fangen wir wieder beim Start an, das ist dann hier. My heart was rock'n'roll. Ne, my heart was rock'n'roll. Und dann nehmen wir hier hinten noch das Juhu. Das müsste, glaube ich, dieses hier sein. Juhu. Dann schneiden wir das hier noch ein kleines bisschen sauber. Das heißt, hier haben wir jetzt schon 3 Stücke rausgeschnitten oder zurechtgelegt von unserem Vocal, die wir jetzt gleich als unsere Samples benutzen wollen. Hören wir mal kurz rein. Das ist also dieses eine hier. And my heart was rock'n'roll. Dann das my zweite. Heart was rock'n'roll. Und das Juhu. Ich schneide es hier, mach hinten noch einen kleinen Fade dran, damit es hier ein bisschen sauberer ist, hier schon von vorne rein. Und jetzt ist es relativ simpel. Ich markiere einfach alle 3 Samples oder je nachdem, wie viele Samples du dir aus deinen Vocals zurechtgelegt hast, markiere die und kann jetzt mit der rechten Maustaste einfach auf die Auswahl draufklicken und dann erhalte ich hier wie immer das Menü und kann hier unten bei Audio auswählen. Da geht ein weiteres Menü auf. Ich gehe mal hier rein mit dem Zoom. Bei Audio bin ich draufgegangen, dann geht hier ein weiteres Menü auf und ich kann hier unten an neuen Sampler One senden. Und Sampler One ist der Sampler, der bei Studio One eingebaut ist. Das heißt, wenn ich das jetzt anklicke, zack, wird eine neue Spur angelegt. Es geht direkt eine Tastatur auf und die Spur ist jetzt hier unten. Ich schiebe die mal hier ein kleines bisschen nach oben, damit die direkt unter den Vocals liegt. Da kann man sie jetzt sehen, das ist jetzt diese Spur. Jetzt mache ich mal unsere Hauptspur, die wir gerade gehabt haben, mache ich mal aus und mache jetzt mal diese Sampler-Spur an. Die nennen wir jetzt auch mal kurz Sampler. Zack, und schon haben wir im Prinzip die Grundvoraussetzung dafür geschaffen, um mit unseren Samples zu spielen. Ich habe mir hier für heute mal ein Keyboard hier zur Seite gelegt und kann dir mal zeigen, dass diese jetzt hier auch tatsächlich schon auf den Tasten liegen. Wenn du kein Keyboard haben solltest, kannst du hier aber auch auf dieser virtuellen Tastatur rumspielen. Du siehst hier dieser graue Balken, der zeigt an, wo jetzt Samples auf irgendwelchen Tasten liegen. Hier drunter ist nichts und hier drüber ist nichts. Hier sind 3 Samples insgesamt abgelegt und die kann ich mir hier oben auch anschauen, wenn ich hier auf Mapping klicke, was hier normalerweise direkt aktiviert ist. Mapping ist, da wird quasi die Zuordnung der Tasten angezeigt. Ne? Das wird, eine Map ist eine Karte und hier wird quasi angezeigt, wo die Samples liegen. Auf C1, Cis1 und D1. Und wenn ich die mal drücke hier, C1, ist das hier? Warum höre ich nichts? Falsche Taste. Ah ja, genau hier. And my heart was rock'n'roll. Ne? Das ist das erste Sample. Dann das zweite Sample auf Cis1. My heart was rock'n'roll.
Und das dritte Sample auf D1. Und damit habe ich im Prinzip schon die Grundvoraussetzung, um mit meinen Samples rumzuspielen. Ich kann noch ein kleines bisschen editieren, das machen wir jetzt auch. Vorab eine wichtige Einstellung noch. Im Moment ist hier noch die Anschlagstärke relevant für die Lautstärke, mit der unsere Samples abgespielt werden. Das heißt, die Velocity auf Englisch, die Anschlagstärke. Das heißt, wenn ich leise, also langsam die Taste ganz vorsichtig drücke, wird zwar abgespielt, aber ganz leise, und wenn ich volle Pulle reinknete, wird es ganz laut abgespielt. Diese Velocity, die sollte man aber, wenn man hier mit den Vocals spielt, einfach runterdrehen. Die findest du hier im Bereich Amp, also Verstärkung, findest du hier die Velocity, die steht auf volle Pulle, die drehe ich jetzt einfach mal runter und jetzt ist es egal, wie fest ich in die Tastatur reinkloppe oder wie vorsichtig, es wird immer mit der gleichen Lautstärke abgespielt. So, das haben wir schon mal geschafft. Das heißt, egal wie fest ich die Taste drücke, der Sound wird immer in der richtigen Lautstärke abgespielt und zwar in der volle Pulle-Einstellung. So, damit haben wir schon mal was, mit dem wir spielen können. Aber wenn ich jetzt hier ganz schnell diese Tastatur drücke, kommt wirklich nicht was Cooles. Das heißt, ich würde gerne noch den Startpunkt von dem Sample, was wir gerade eingestellt haben, noch ein kleines bisschen verändern. Und es geht ganz einfach. Ich markiere mal hier C1, die erste Note, und kann dann hier, wenn ich hier oben links auf Wave drücke, auf die Wellenform, kann ich mir hier anzeigen lassen, das ist die Wellenform, die das Sample hat. Und da kann ich hier auf der linken Seite den Startpunkt einfach hier festlegen. Das heißt, hier ist noch ein bisschen Leerlauf hier vorne, wenn ich auf die Taste drücke, aber ich möchte mal, dass es, sagen wir mal, hier anfängt, das Sample. Das klingt jetzt so. And my house rock and roll. Ne, es startet jetzt also direkt hier ohne diesen Atmer davor. And my house rock and roll. Und du merkst, schon kann man damit kreativ arbeiten. And my house rock and roll. Ne? Oder kann einen Stutter-Effekt machen. Ich muss mich mal kurz umdrehen. And my house rock and roll. Sehr cooles Ding kann ich mit dem Sample machen. Und diese Startpunkte kann man dann für alle Samples hier festlegen. Ich kann hier rechts die Samples auswählen. Hier ist das zweite Sample. My house rock and roll. Jetzt stelle ich den Startpunkt mal hier auf. Rock and roll. Auf Hard. Und dann stelle ich hier von dem dritten Sample, hier ist Juhu, ist das? Juhu. Stelle ich hier noch ein bisschen näher ran hier vorne. Juhu, 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 juhu. Und jetzt kann ich damit richtig schön schon rumspielen, ne? Zum Beispiel. And my house rock and roll. So, wunderbar, das ist schon mal geschafft. Das heißt, wir haben unsere Vocals im Sampler zurechtliegen. Jetzt muss ich mal kurz ein Schlückchen trinken, Sekunde. Glucker, glucker, zisch. Schmeckt fanatisch frisch. Oh Gott, was ist los? Kleiner Schnitt. Da war die Stimme auf jeden Fall komplett weg, den ganzen Tag gelabert. Zack, ist die Stimme weg. Also, was haben wir geschafft? Wir haben die Samples auf die Tasten gelegt und können jetzt damit schön spielen. Einen schönen Stutter-Effekt machen. Aber ich habe dir ja gesagt, ich möchte dir noch einen zweiten Trick zeigen. Wie du hier siehst, ist ja pro Taste jetzt ein Sample hinterlegt. Und dieses Sample wird auch immer genau in der Tonhöhe abgespielt, in der es natürlich vorlag. Das Coole am Sampler ist aber auch hier im Sample One, ist, wenn ich den Bereich erweitern würde, also ihm nicht nur eine Taste zuordne, sondern vielleicht einen Tastenbereich, das können wir mal hier machen auf der rechten Seite. Da steht nämlich hier Low und High. Das definiert nämlich die höchste und die niedrigste Taste, die diesem Sample zugeordnet ist. Wenn ich hier einfach mal von D1 bis D1, das ist ja nur eine Taste, von D1 bis D2 gehen würde zum Beispiel, dann siehst du jetzt hier im Mapping, dass hier tatsächlich jetzt eine komplette Oktave für dieses Sample zur Verfügung steht. Und das Coole ist, dass die Tonhöhe von dem Sample mit den Tasten mitwandert. Achte. Und damit kann man natürlich noch viel coolere Effekte machen. Damit kann man natürlich so Steigerungseffekte machen, wie sie heutzutage in der Popmusik vertreten sind, wo wirklich kreativ mit der Stimme umgegangen wird, wo man wirklich auch abgefahrene Sounds damit machen kann, vielleicht mit so Tonhöhen veränderten Sachen und damit wirklich kreativ, rhythmisch, aber auch in der Tonhöhe mitspielen kann. Und das finde ich sehr cool. Mit dem Sampler kann man also nicht nur coole Stutter-Effekte machen, sondern auch coole abgefahrene andere Effekte, die zum Beispiel auf die Tonhöhe sich auswirken. Du weißt ja, das Video war für... So sieht's aus. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, drück einfach zweimal auf Daumen nach unten. Und wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste und mach's gut und Yassou.